Hallo ihr Couchquappen und herzlich willkommen zu Bastard Makrele. In dieser Episode zeige ich euch meine Top-Top-Water-Lures, die ich überall auf der Welt einsetze, egal ob Pazifik, Atlantik oder Mittelmeer. Ich erkläre euch, warum ich sie fische, ich erkläre euch, wie sie laufen und ich erkläre euch, welche Fische sie bringen. Also bleibt dran! Das hier ist übrigens kein Werbevideo. Ich bekomme nichts geschenkt, ich bekomme nichts gestellt und ich kriege von niemandem Geld dafür, dass ich seinen Köder erwähne. Es ist ein Video von Angler für Angler, wo ich einfach sage, das sind die Dinge, die ich selbst erprobt habe, das sind die Dinge, an die ich glaube und die kann ich euch im Endeffekt empfehlen, selber zu fischen. Dann kommen wir mal zum Kapitel Skipping Lures, für mich ein extrem wichtiges Kapitel. Skipping Lure bedeutet im Endeffekt ein Köder, der über die Wasseroberfläche springt. Man kann prinzipiell so ziemlich jeden Köder zu einem Skipping Lure Zweck entfremden. Man muss ihn halt einfach nur so führen. Also hier beispielsweise einen Jig, das ist der Hard Glaze hier mit einem Einzelhaken hinten dran. Das ist eine Montage, wie ich sie beispielsweise zu Mahi angeln fische. Slow Jig könnt ihr ebenfalls zweckentfremden zu einem Oberflächenköder, indem ihr im Endeffekt direkt einkurbelt, an der Wasseroberfläche haltet und die schöne breite Auflage sorgt dafür, dass er natürlich weit auf dem Wasser liegt und vielleicht nicht ganz so schnell eingekurbelt werden muss. Reine Oberflächenköder beispielsweise für diese Art des Angelns sind sogenannte Chisel Lures. Gibt es in unterschiedlichen Formen mit spitzer Nase oder wie einen Meißel. Der Vorteil an den Chisel Lures als solches gegenüber den Jigs oder den zweckentfremdeten Ködern ist einfach die, ihr könnt die deutlich langsamer führen. Aufgrund ihrer Breite, auch aufgrund ihrer Dichte, also sie sinken nicht so schnell, deswegen bleiben sie eher an der Oberfläche und langsam. Das ist ein Köder beispielsweise, den lieben Hornhechte, den lieben Bluefish, den lieben Mahi, eigentlich so ziemlich jeder Fisch, der an der Oberfläche jagt. Also Chisel Lures sind das absolute Muss. Es gibt relativ wenige Hersteller für Chisel Lures. Einer der wichtigsten Hersteller ist Samsung Lures. Die verlinke ich euch weiter unten, dass ihr auch mal seht, wo es diese Chisels zu kaufen gibt. Die Art und Weise, wie man Skipping Lures fischt oder gerade diese Chisel Lures, ist, man wirft den Köder aus, man lässt die Rute relativ senkrecht, hält sie senkrecht, ohne irgendwelches Gezubbel, sondern einfach nur halten und dann den Köder einkurbeln und der plätschert quasi wie von selbst über die Wasseroberfläche. Relativ simpel zu führen und je nachdem, was für ein Gewicht ihr habt, auch relativ ermüdungsfrei als irgendwelche Walk the Dog Zuppel 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 Aktionen. Hier geht es jetzt wirklich nur darum, halt einfach den Köder an der Wasseroberfläche zu halten und den Rest macht er von selbst. Papp, 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 papp. Vielleicht noch so ein kleines Zwischending zwischen im Endeffekt einem Walker und einem Skipping Lure. Das ist im Endeffekt hier der Slate vom Hard. Ich habe ihn neulich beim Olaf in der Köderbox entdeckt und habe mir gedacht, er ist so geil, muss ich mir gleich kaufen. Ich habe allerdings den vorderen Drilling gegen Assist Hooks ausgetauscht. Das lässt ihn nochmal ein bisschen unruhiger im Wasser laufen. Also der Kopf ist aus Wasser raus, während der Körper, bei dem halt einfach so ein Bleigewicht hinten drin ist, natürlich voll im Wasser steht. Und großartiger Köder zum Bluefisch angeln und vor allem bei Wind und Welle großartig. Also das Slate von Hard, richtig geil. Unglaublich, wie der gehakt ist, ja? Hier auf den Slate. So, jetzt kommen wir von den Skipping Lures zu den sogenannten Walkern. Das hier ist beispielsweise ein Stylo. Überall, allen Mittelmeeranglern sollte der bekannt sein. Stylo von Jackfin. Savage Gear hat inzwischen auch einen rausgebracht. Das ist der Surf Walker. Gibt es auch in unterschiedlichen Gewichten. Ich glaube, der hier ist was, 30 Gramm. Gibt es bis 50 Gramm, meine ich. Diese Fische stellen im Endeffekt zweifelsfrei eine Gruntel dar. Also Spaß beiseite, diese Fische stellen natürlich einen Hornhecht dar und vom Laufverhalten sind sie so, dass sie einen flüchtenden Hornhecht darstellen. Diese Köder werden Walk the Dog gefischt, man sieht es, der Köder ist spindelförmig. Der Kopf guckt meistens aus dem Wasser und folgt im Endeffekt der Rutenbewegung. Also das heißt, tak, 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 tak und dann macht der Köder dit, 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 dit. Und mit dem Kopf aus dem Wasser, deswegen reicht es auch, dass die Drillinge bzw. die Haken hier im hinteren Bereich sind, weil nur der hintere Bereich mehr oder weniger im Wasser ist. Das sind Top-Köder, man kann sie quasi entweder an der erhobenen Rute fischen oder an der gesenkten Rute fischen. Nachteil an der gesenkten Rute ist natürlich, dass mehr Schnur im Wasser liegt. Oder man kann einfach nur einkurbeln, dann splashen die über die Wasseroberfläche in irregulären Bewegungen. Auch das ist eine Möglichkeit. Das ist ein absolut topfhängiger Köder, beispielsweise auf Bluefish. Die lieben den. Natürlich gehen euch auch alle anderen Fische drauf. Was beispielsweise nicht optimal ist, ist Oberfläche.
Oberflächenköder dieser Natur auf Barracuda. Barracuda mögen das eigentlich nicht so sehr. Die lieben mehr Köder, die unter der Wasseroberfläche laufen. Ansonsten könnt ihr damit eigentlich so ziemlich alles erwarten. Ich habe beispielsweise in Kroatien sogar einen kleinen Mahi damit gefangen. So, kommen wir jetzt von den Walkern zu den Pencils. Die Pencil kennt man im Wesentlichen aus dem Süßwasserangeln. Ich denke, gerade bei Barschanglern sind sie relativ bekannt. Bei den Pencils ist es im Endeffekt ein gedrungener, abgerundeter Körper ohne Weight-Transfer-System. Die sind halt meistens fest, die Kugeln da drinnen verbaut. Sie liegen alle auf der Wasseroberfläche und man fischt sie genauso wie den Walker entweder mit gesenkter Rutenspitze und kleinen Schlägen nach unten oder erhobener Rutenspitze und kleinen Schlägen nach oben. Und das bewirkt im Endeffekt, dass dieser Köder einfach zu einem sogenannten Walk the Dog, also das heißt, dass der Kopf immer nach vorne ausbricht und dann quasi immer konträr zur anderen Richtung springt. Also tak, 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 tak. Die Köder sind extrem beliebt bei Wolfsbarschen, extrem beliebt bei Bluefish, extrem beliebt bei Bonitos und was halt sonst alles oberflächennah jagt. Also auch das hier Top-Köder in absolut jedem Meer, wirklich sehr empfehlenswert. Zu den Modellen selbst, die ich euch jetzt hier zeige oder die ich dabei habe, das sind im Endeffekt hier die C-Spin Pro Q in unterschiedlichen Größen, je nachdem, was die Fische halt gerade haben wollen und je nachdem, welche Köderfische gerade auch im Wasser sind. Ebenfalls in unterschiedlichen Größen erhältlich ist hier von Savage Gear der Bullet Mullet. Das Coole an Savage Gear Ködern ist im Endeffekt, sie sind halt in ganz Europa in allen Angelgeschäften vertreten. Sie sind verfügbar und man findet sie überall und qualitativ können die auch einiges. Also die haben auch extrem viele Nischenköder. Also Savage Gear kann ich wirklich nur empfehlen. Dann kommen wir jetzt zum letzten Ködertypus, den wir uns anschauen wollen. Tada! Den Poppern. Poppers sind wirklich außergewöhnliche Köder im Gegensatz zu vielen anderen Ködern, die beispielsweise nur animieren. Also die Fische, die in der Nähe sind, sind Popper durch ihre Geräuschkulisse, durch den Lärm, den sie machen, dazu in der Lage, wirklich Fische auch aus der Weite anzuziehen. Also das ist ein ganz anderes System, was hier im Endeffekt dahinter steckt. Bei allen Poppern ist es eigentlich gleich. Kopf ist abgeflacht, ob er jetzt schräg ist oder sonst wie, er ist abgeflacht und sobald er im Endeffekt im Wasser ankommt, geht es halt darum, dass er maximal viel Wasser verdrängt über den Konus und anhand des Führungsstils kann es entweder einzelne Schläge sein, wie man es von GT kennt, oder man kann ihn quasi einfach nur einkurbeln, wo er dann einfach eine Blubberblase hinter sich zieht, also so lauter viele kleine Verwirbelungen, oder man kann ihn mit kleinen Rutenschlägen animieren, wo er im Endeffekt quasi die Wasseroberfläche permanent zum Explodieren bringt. Es gibt den in tausenden Formen, in tausenden Ausführungen von tausenden Herstellern. Also das sind jetzt im Endeffekt so ein paar Modelle, die ich dabei habe. Der kleine Gravity Popper von Savage Gear, hier der Toto von C-Spin und eben der Explode von Rapala. Das sind drei Popper, die ich absolut empfehlen kann. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht in den Urwald der ganzen Köder gebracht dazu und ich habe euch inspiriert, euch eure eigenen Gedanken zu machen. Wenn ich einen wichtigen Köder vergessen habe, der eurer Meinung nach unbedingt hier hätte vorgestellt werden müssen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sagt mir, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Wie gesagt, es ist ein reines Erfahrungsvideo, es ist kein Werbevideo und bleibt dem Kanal treu, abonniert ihn und wir sehen uns beim nächsten Video.